Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Notruf 112, Teil 2. Ja, und dann setzen wir uns doch gleich mal hin und dann haben wir gleich schon einen neuen Einsatz. Achtung, Brandschutz, LKW-Brand, Autobahn. Einsatz für ELW 1, LF 24, TLF 1, RTW 1, A 40. Okay, dann marschieren wir gleich mal los. Ja, Autobahnbrand, also auf der Autobahn LKW-Brand, ja. Und schauen wir doch mal. Oh, Kollegin ist schon da. Okay, dann rücken wir aus. Ja gut, dann schauen wir einfach mal, wie sich das jetzt so entwickelt. LKW-Brand auf der Autobahn, naja. Polizei ist anscheinend schon vor Ort. Ja, gucken wir mal. Ja, Gott sei Dank ist heute laut Datum hier erst. Oh, doch, da steht. Jetzt wollte ich schon sagen, ist nichts los, da steht keiner. Warum? Doch, ja. Ah, ja. Ja, der eine LKW hat mal wieder die Rettungsgasse nicht eingehalten da, der weiße da hinten. Naja, ansonsten alle vorbildlich. Das ist ja ganz wichtig, Leute, immer eine Rettungsgasse machen. Also ich mach's immer so, wenn ich merke Stau oder ich bin auf der linken Spur, dann gehe ich sofort ganz links rüber. Oder wenn ich rechts bin, mache ich halt einfach frei in der Mitte, ja, ist ganz wichtig. Leitstelle Mülheim von 1EW1. Kommen. Hier Leitstelle Mülheim. Kommen. Erste Lagemeldung. LKW-Zugmaschine in Vollbrand. Anhänger außer Gefahr. Löschmaßnahmen werden eingeleitet. Kommen. Das ist verstanden. Ende. So, gut. Dann sitzen wir mal alle ab. Moment, jetzt war gemischt. So. Und absitzen. Also, die machen sich mal also eine Ortsbegehung. Also er. Und ich hier machen schon mal eine Brandbekämpfung mit dem, ja ne, machen wir einen Löschangriff, Schnellangriff Vorrichtung und die machen auch Brandbekämpfung, Löschangriff
Schnell Angriff, jawohl. So, dann gucken wir doch mal. Also der Anhänger ist abgekoppelt worden, Gott sei Dank. Die Maschine steht im Brand. Vollbrand. Wir können jetzt schon mal löschen, die Kollegen. Ich gehe mal zum Herrn Polizisten. Ja, sind wir mal froh, dass er den abkoppelt hat, der. Ist halt ein pflichtbewusster LKW-Fahrer. Naja, gut, wenn er sein eigenes Leben, ja, also wenn es nicht wirklich unmittelbar in Gefahr ist, naja, also, ich muss immer so sagen, das Leben ist nicht versichert, alles andere ja. Also die Fracht hinten ist versichert, aber den sein Leben zum Beispiel ist überhaupt nicht versichert, ja. Oh, der ist Ruß in der Nase, dann hat er also den Rauch einer. Nee, wenn der Ruß also in der Nase hat, dann schickt man ihn mal ab zum RTW. Lieber zur Beobachtung. So. Löscht man mal mit hier. Was ist denn für Marke? Das sieht man nicht. Man auf Scania aus. Was denkt ihr mir? Was könnte das für eine Marke sein? Oder für eine LKW-Marke? Ich schätze mal, sie schaut fast wie ein Scania aus. Leitstelle Mülheim 1, RTW 1 kommen. Hier Leitstelle Mülheim, kommen. Lagemeldung. Fahrzeughalter mit Verdacht auf Rauchvergiftung. Abtransport zum Krankenhaus wird eingeleitet. Kommen. Das ist verstanden. Ende. Okay, mal auf Seitner. RTW muss durch. Ja. Schöne Zugmaschine, muss ich echt sagen. Es sieht fast nach einem Scania aus, gell? Naja, schwer zu sagen. Leitstelle Mülheim von 1EW1, kommen. Dann schauen wir mal noch nach einem Glutnest. Wenn das alles weitere in Ordnung ist. PA zur Brandbekämpfung vor. Brand unter Kontrolle. Kommen. Wenn da jetzt noch irgendwas ist, dann löscht man nach. Ansonsten mal abbrücken.
Okay, es muss nachgelöscht werden. So, er schnappt sich das Halligen. Sehr schön. Also ich muss sagen, mittlerweile ist es richtig gut. Funktioniert alles richtig gut. Na, wo brennt denn jetzt hier noch? Ah ja. Hier, okay. So, dann gucken wir mal nochmal. Nach Blutnestern. Nochmal nachkontrollieren. Also ich muss echt sagen, das Game ist mittlerweile richtig gut geworden. Also echt wirklich, also ich bin positiv überrascht. Also wirklich, die haben sich echt sehr viel Mühe gegeben und richtig gut. Also, okay, keine Glutnester gefunden. Dann denke ich mal, was das schon wieder mit dem Einsatz. Ja, wunderbar. Dann, LKW ist gelöscht. Der kann dann abgeschleppt werden, aber da kümmert sich die Polizei drum. Ja, dann können wir eigentlich abrücken. Wir können also jetzt mal zusammenpacken. Das machen wir jetzt auch mal. Die packen auch zusammen hier. Der ist schnell gegangen, der. Also die Brandlöscher, also der LKW-Brand wurde ja gleich gelöscht, ja. Also. Ja, gut. Dann würde ich sagen, rücken wir ab, oder? Naja, lass mal die noch zusammenpacken komplett. Der kann abrücken. Weil dann sind die schon mal wieder weg und vor Ort in der Wache sollte was sein, ja. Übrigens, die müssen dann das Fahrzeug nachfüllen, ja. Und dann können wir sagen, ja, eigentlich können alle abrücken. Wir rücken ab, ja, würde ich sagen. Einsatz gut hinbekommen. Dann steigen wir mal ein. Hierzu. Leitstelle Mülheim von 1EW1. Kommen. Hier Leitstelle Mülheim. Kommen. Abschließende Lagemeldung. Feuer aus. Einsatzstelle an die POL übergeben. Rücken wieder ein. Kommen. Verstanden. Ende. Ja, gut. Dann würde ich sagen, war's das. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, wir rücken ein und schauen mal, warten wir auf den nächsten Einsatz. In diesem Sinne, gehabt euch wohl und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Dankeschön. Tschüss. Servus.